Minuten vereinbart. Wer wünscht das Wort? Frau Suding, Sie haben es. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um es ganz klar zu sagen und damit auch gar keine Missverständnisse aufkommen, die FDP-Fraktion akzeptiert das Ergebnis des Volksentscheids und steht daher auch ganz grundsätzlich hinter den Bemühungen des Senats, den Volksentscheid umzusetzen und die Energienetze wieder zurück in städtische Hand zu bekommen. Aber auf das Wie, auf die Details kommt es jetzt an und einen Rückkauf um jeden Preis werden wir als FDP-Fraktion sicherlich nicht akzeptieren. Ganz wichtig in dieser Phase der Umsetzung ist es, sich noch einmal die hohen Risiken klarzumachen, die bei einer städtischen Beteiligung an den Netzen auf jeden einzelnen Steuerzahler in Hamburg zukommen. Und das gilt bei einer Beteiligung von 25,1%, das gilt also erst recht aber auch bei einer Vollverstaatlichung. Und diese Risiken wurden ja immerhin auch von 59,1% derjenigen gesehen, die sich am Volksentscheid beteiligt haben. Es drohen mehr als 2 Milliarden Euro Schulden, der Wegfall der Konzessionsabgabe im hohen zweistelligen Millionenbereich, jährlich ein riesiger Zinsaufwand und noch einmal ein dreistelliger Millionenbetrag für die Instandsetzung und Modernisierung der Energienetze unter den Anforderungen der Energiewende. Als Ausgleich für diese finanziellen Risiken bringt der Netzrückkauf aber leider keinen Nutzen mit sich. Wir werden erleben, dass auch nach dem Rückkauf der Strom in dieser Stadt nicht günstiger und auch die Energiewende in Hamburg nicht schneller umgesetzt wird. Denn, meine Damen und Herren, Milliarden für Netze machen längst noch keine Energiewende. Den Grundstein für den unsinnigen Rückkauf hat der Bürgermeister mit dem Erwerb von 25,1% der Energienetze im Jahr 2011 selbst gelegt. Und nun ist die Stadt verpflichtet, insgesamt knapp 800 Millionen Euro alleine für den Rückkauf des Stromnetzes zu finanzieren. Das sind 550 Millionen Euro für den Kauf des Stromnetzes. Und an dieser Stelle wird es dann nochmal spannend. 243 Millionen Euro für ein Gesellschafterdarlehen, das die Stadt von Vattenfall übernimmt. Herr Kerstin, ich wusste nicht, dass Sie das vorher schon gewusst haben. Wir als Stadt tragen also das volle Zinsrisiko für fast 800 Millionen Euro. Wie gesagt, nur für die Stromnetze. Und da wir von einer Finanzierungsdauer von mehreren Jahrzehnten sprechen, werden selbst minimale Zinsschwankungen bei einem so großen Finanzierungsvolumen ganz deutlich spürbare Auswirkungen haben. Beim Rückkauf des Fernwärmenetzes droht übrigens ähnliches Ungemach. Im Optionsvertrag wurde die Übernahme eines weiteren Gesellschafterdarlehens vereinbart. Und was mich besonders irritiert, ist, dass der Senat in der vergangenen Woche nicht wusste, wie hoch dieses Gesellschafterdarlehen ist. Nicht wusste oder uns diese Information bewusst vorenthielt. Die Höhe des Darlehens und die Konditionen aber spielen bei der Bewertung des Vertrags eine ganz entscheidende Rolle. Und dennoch hält der Senat eine Parlamentsbeteiligung für unnötig. Bei Hapag-Lloyd wurde das Parlament beteiligt, beim Kauf der 25,1% an den Netzen ebenso. Und auch bei den Verträgen zur Neuordnung der Elbphilharmonie wurde das Parlament um Zustimmung gebeten. Nun aber bei der Vollverstaatlichung zieht sich der Senat ins dunkle Kämmerlein zurück. Für uns ist das nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Dabei wäre doch Zeit für eine parlamentarische Befassung ausreichend da gewesen. Die Frist für das Interessenbekundungsverfahren war bereits abgelaufen, als die Unterschrift unter die Verträge zwischen Vattenfall und der Stadt gesetzt wurden. Das Argument der Eilbedürftigkeit zählt hier also nicht. Die Ausschüsse hätten beraten können und die Bürgerschaft hätte im Februar abstimmen können. Das Mindeste, was wir jetzt fordern, ist, dass der Senat schnellstmöglich die Verträge, die er in der letzten Woche unterzeichnet hat, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Und dazu, Herr Bürgermeister, fordern wir Sie auch nachdrücklich auf. Meine Damen und Herren, doch auch das kopflose Agieren der SPD bei der Gestaltung der Energiewende macht mir Sorgen. Wenn der Bürgermeister sich dabei selbst ernst nehmen würde, dann sollte sich die Stadt als möglicher künftiger Betreiber der Fernwärme für die Moorburg-Trasse einsetzen. Die Absage dieses Projekts durch den Senat vor 2 Jahren, das halten wir nach wie vor für einen großen Fehler. Ohne die Fernwärmetrasse bleibt das Kraftwerk Moorburg ökologisch und ökonomisch weit hinter seinen Möglichkeiten zurück.
und mit der unklaren Situation beim Neubau des GOD-Kraftwerks in Wedel bleibt die wichtige Fernwärmeversorgung auch künftig eine offene Flanke Hamburgs. Das Fazit: Das Risiko für den Steuerzahler ist immens, sollte es tatsächlich zum Rückkauf der Netze kommen. Der entstehende Nutzen ist nicht erkennbar und das Stromkonzept des Senats für die Energiewende, das Konzept des Senats für die Energiewende ist gescheitert. Vielen Dank.